Wow, jemand kann nicht wissen, wer ich jetzt gerade an einem Krogs vorbeigerannt bin. Aber da oben gibt es auch einen Krog. So, wo sind wir? Oh nein. Oh Gott, das ist auch wieder mit Strom. Das ist auch wieder mit Strom. Unterbrochene Flugbahn. Huch. What is this? Ja, genau, da Fackel draufschlagen. Okay, ist schon mal nichts. Also ich schätze mal, der Flugbahn zieht darauf ab, dass ich das Ding in der Luft auffangen muss. Frage ist, wohin dann damit? Hä? Da komme ich gar nicht ran. Was ist hier mit? Kann man das auch? Kann man das hochheben? Nein. Man kann es auch nicht stoppen. Ah. Ich kann das da stoppen. Daneben. Danke. Okay. Moment. Genau das nehme ich. Aha. So, dann kommen wir mit. Das auf. Okay. Aber das hinten nicht, ne? Nee. Ach so. Ja. Ich verstehe. Komm her. Achso, es bleibt an. Okay, na dann. Da. Hier an die Kiste. Da ist ein Mondsäbel drin. Und dann ist sie raus hier. Jetzt haben wir auch schon wieder 9. So, jetzt müssen wir bloß noch dafür sorgen, dass der darauf hoffen, dass sich mal endlich der Schneesturm verzieht. Schneesturm, Sandsturm. Ist ja kein Schnee, ist Sand. Da gibt es kleine, aber feine Unterschiede. Ah, sehr gut, er ist weg. So, wir haben nämlich jetzt dort oben irgendwo einen Krog. Hä, wo bin ich? Moment. Nee, doch, ist richtig. Hier oben ist ein Krog. Irgendwo. Wahrscheinlich irgendwo da oben. Ah ja, ist wieder viel, viel zu warm, ja? Ich bin mich hier nur am Umziehen. Verdammte Wüste. Hier nicht. In der Hilfe steht Examine Sparks. Ach, Sparks. Hier muss es wieder irgendwo am Blitzern sein. Und das ist doch bestimmt wieder da oben.
Ich habe gerade zuerst gelesen Spikes, aber nee, es sind Sparks, was da steht. Hup, 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 hup. Hey. Ach da. Ja, Spikes stimmt also auch. Ja, ich hab's entdeckt. Tschüss. Bitte hören Sie auf zu rutschen. So, lass mich raten. Der andere... Was ist... Ist da oben. Schätze ich mal. Was sind hier für Riesenviecher gestorben? Selbst die Molduras waren nicht so groß. Da wäre auch nochmal eine Statue gewesen. Ich bin schon ziemlich vom Weg abgekommen, glaube ich. Aber so ist das halt, wenn man nichts sieht. Da glaubt man, geht in die richtige Richtung, aber nein. Irgendwas lässt einen immer vom Weg abkommen. Ist das anstrengend mit dem... Ich glaube, es hat nicht so gut funktioniert. Komm ich von der anderen Seite besser hoch. Ups. Na komm, hoch da. Ja, da oben ist wieder ein Glitzern. Wow. Zweimal dasselbe, direkt nebeneinander. Untersuchen. So. Das waren jetzt die beiden Crocs. So, und jetzt ist noch einer da rechts und einer da ganz links unten. Und eigentlich will ich auf den ganz links unten gerade drauf gucken. Ja, ihr wieder. Ich weiß. Ihr werdet mich auch nie in Frieden lassen. Sind das wieder Zitterfrüchte? Das sind wieder Zitterfrüchte. Die Krokrisse sind hier recht einseitig in der Wüste. Versteckt auf Skeletten und Zitterfrüchte. So, die ganz rechte muss drauf bleiben. Tschüssi. Bleibt hier! Da ist meine Pfeile drin. Oh, doch nicht. Hier ist ein Pfeil drin. Krieg ich trotzdem nicht zurück. Was? Weil FM verschießt die Pfeile zurückbekommen. Hast du. Die Tier kann man doch zerstören. Das ist so ein Mist. Ich ignoriere den jetzt einfach. Ich würde schon merken, dass ich kein Interesse an ihm habe. Was ist das? Noch mehr riesige Rücken. Skelette. Alter.
Und wir dürfen nicht vergessen, in Windwicker war es ja so, dass die Gerudo-Wüste vor damals 10.000 Jahren, oder war das nur 1.000 Jahre zurück? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Dass damals diese Wüste noch ein Meer war. Vielleicht sind das wirklich alles Wale. Die damals in den Meeren wohnten, bevor sie austrockneten. Ah, ich hör's. Ich muss nach oben. Da. Mehr nicht? Ich muss nicht mal ballern? Okay. Ich beschwere mich nicht. Zeigen die alle auf diesen einen Schrein da hinten? Ja, die zeigen auf den Schrein da hinten. Okay. Na dann. So. Nächster. Da. Und da. Alter, was zum Henker. Fällt übrigens gerade ein, ich hatte angekündigt, dass ich ein Bild mal von der Karte zeige. Ich habe das vergessen. Ich werde es auch nicht weit nachholen. Aber wenn ich mir gerade ansehe, wie viele Crocs da hinten in diesem blöden, im Kalzertal sind, kriegst du ja die Krise. Der ist da falsch. Der muss da hoch. Ekelhaft, ekelhaft. Was soll denn das? So, Kaltertal. Das ist, falls ihr euch nicht mehr erinnert, der Weg gewesen Richtung Jäger. Ne? Versteckter Jäger. Falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt. Das kann weg. Der kann weg. Will nicht ändern. Löschen. Ich gehe jetzt aber trotzdem da runter. Ich gehe jetzt nicht ins Kalzertal. Ins Kalzertal gehe ich über den Turm. Irgendwann mal wieder durch. Aber nicht heute. Oh oh. Ich hab nicht geschaut, wo die anderen Moldoras sind. In Pech habe, renne ich gerade einen rein. Da oben scheint irgendwas drauf zu sein. Oh ja. Ja, die ist klar. Also ist es nicht sonderlich schwierig, aber das erste ist doch ein bisschen überraschend. Das war daneben. So. Versuchen wir es nochmal. Ja, ja, ich hab dich entdeckt. So, und der nächste. So, genau in die Richtung, die ich gerade gucke. Wahrscheinlich wieder da oben drauf. Wo ich gerade gucken, wo der nächste Moldora wäre.
in den ich reinrenne. Ach, meilenweit entfernt. Ja, komm mal dran vorbei. Also meilenweit, weil der ist da hinten. Dafür haben wir hier wieder Exalfos. Da dann? Oh, da dann! Ist gar nicht das Skelett. Es sind wieder Zitterfrüchte. Ja, das habe ich. Tschüssi! Oh, ich krieg die Pfeile nicht wieder. Ich möchte mich beschweren. So, löschen. Ist das das da? Wow, da haben wir schon mal einen gefunden. Hier gibt es noch einen zweiten. Den haben wir, okay. Ach Gott. Freue mich. Wir haben noch ganz, ganz viele Crocs. Ganz unten im Süden dieser Wüste. Und jetzt ratet mal, was da hinten rumrennt. Moldoras. Gleich zwei. Wurde gerade wieder kalt, ne? Dieses Quietschen ist ein furchtbares, furchtbares Geräusch. Oh, das war das Lager. Was wir schon mal angefangen haben anzugreifen. Ist bereit, wenn du es brauchst. Du weißt noch Exalfos, die uns verraten könnten. Ein Ausguck weniger. Hier soll irgendwo noch ein Krog sein. Hätte er jetzt nicht gegähnt, hätte er einen Kopfschuss gehabt. Na, wo ist er? Oh Gott, ist noch einer. Da war ja noch ein Exalfos versteckt. So, was haben wir denn hier drin? Einen Saphir. So, die Frage ist jetzt, wo ist der Krog? Es soll hier noch einen weiteren Krog geben.